So, als nächstes ist der Thomas dran mit direkter Demokratie. Danke Thomas, dass du heute hier bist und uns zu uns sprichst. Freunde, der Dank geht direkt zurück an euch. Der Dank geht an euch, die auf die Straße geht, die damit zeigt, dass euch Deutschland etwas wert ist, die damit zeigt, dass ihr in der Zukunft glaubt, dass ihr für eure Kinder was tun wollt. Einen herzlichen Dank dafür. Hier in Kandel gab es ein fürchterliches Verbrechen. Ein Verbrechen, das von einem Menschen begangen wurde, der vorgegeben hat, vor Verfolgung und Gewalt zu fliehen. Liebe Freunde, ein Mensch, der vor Verfolgung und Gewalt flieht, hat eine besondere Verpflichtung, selbst gewaltfrei zu sein. Gäste sind genau das. Gäste. Und wir sind gastfreundlich. Wir Deutsche sind gastfreundlich. Aber die Freundschaft setzt voraus, dass die Gäste auch freundlich sind. Dass sie uns gegenüber freundlich sind. Gäste, die das Gastrecht missbrauchen, die mit einer Agenda hier nach Deutschland kommen, die Deutschland verändern wollen, die unser Grundgesetz nicht anerkennen, die die Scharia hier hinbringen wollen, die das, für was unsere Väter gekämpft haben, negieren und ablehnen. Das sind keine Gäste, das sind Invasoren. Liebe Freunde, das Ende hat bereits begonnen. Wir schauen in eine fantastische Zukunft. Und wir, das Volk auf der Straße, werden wieder eine Veränderung herbeiführen. Wieder eine Veränderung in die Zukunft. Wir haben eine Zukunft. Angela Merkel hat keine, sie hat ja nicht mal Kinder. Hinweis. Ja, wir sind das Volk. Im Artikel 20 Absatz 2 heißt es, alle Macht geht vom Volke aus. Und da steht explizit in Wahlen und Abstimmungen, eben nicht nur in Wahlen, wie die aktuelle Demokratie uns das vormachen will. Nein, auch in Abstimmungen, da geht es um Sachfragen. Die Sachfragen müssen vom Volk entschieden werden. Einzelne Menschen liegen falsch, das hat man hier in Kandel ganz fürchterlich gesehen. Das hat man bei dieser verrückten oder kriminellen Merkel, was auch immer, ganz klar gesehen. Einzelne Menschen liegen falsch. Wir, das Volk, können Fehler machen als Einzelne, aber das gesamte Volk wird richtig liegen. Liebe Freunde, vergleicht das mit einem Foto. Wenn man sich in ein Foto reinzoomt, dann gibt es ganz viele kleine Pixel. Und wenn es jetzt Fehler innerhalb der Pixel gibt und man zoomt sich wieder raus, dann ist das gesamte Bild trotzdem erhalten. Wir einzelne Menschen können Fehler machen. Wir alle machen Fehler. Aber dann waren es unsere Fehler. Und es ist viel leichter, in der Gruppe zu erkennen, wir haben falsch gelegen, wir müssen umkehren. Als es für eine einzelne Person ist, zu sagen, ich habe in den letzten Jahren völlig falsch gelegen, ich muss umkehren. Das kann eine Merkel sowieso nicht. Eine Angela Merkel, das Mädchen aus dem Osten, das im Alter von 8 Wochen von ihren Eltern in die DDR gezucht wurde. Alle sind von der DDR in den Westen. Nein, die Familie Merkel ist von dem Westen in den Osten. Und Angela Merkel ist doch völlig privilegiert, als eine abgehobene Person aufgewachsen, die von klein auf gelernt hat, von klein auf in ihrem Kopf den Wahn realisiert hat, dass sie angeblich etwas Besonderes ist, im Arbeiter- und Bauernstaat alle gleich, aber Angela etwas Besonderes. Und genau diese Überzeugung zeigt sie heute in ihrer alltäglichen Politik. Schluss damit, Schande! Schande, 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 Schande. Liebe Freunde, in der Zukunft, und ich kann diese Zukunft bereits jetzt sehen, in der Zukunft werden die Sachfragen vom Volk entschieden.
Und Volksvertreter werden genau das sein, was der Name sagt, Vertreter des Volkes und nicht diejenigen, die über das Volk bestimmen. Liebe Freunde, schaut euch doch mal an, was die Demokratie in der derzeitigen Auslegung uns gebracht hat. Was hatten wir denn für eine Wahl bei der letzten Wahl? Und was ging es denn? Wir konnten uns entscheiden zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeskanzler Scholz. Hat die Demokratie nicht mehr für uns als die Wahl zwischen Pest und Cholera, als die Wahl zwischen einer Katastrophe und einer noch größeren Katastrophe? Wenn die Demokratie nicht mehr kann, dann muss sie reformiert werden und sie wird reformiert. Sie wird so reformiert, wie die Väter des Grundgesetzes das wollten, als sie schrieben, alle Macht geht vom Volke aus. Und unsere Generation hat, wie jede Generation, die Pflicht, das Boot Deutschland in ein sicheres Gewässer zu steuern. Wir haben die Verpflichtung, unser Land an unsere Kinder besser zu übergeben, als wir es übernommen haben. Meine Eltern wollten das für mich, dass ich in Freiheit lebe. Unsere Vorfahren haben für unsere Rechte gekämpft. Sie haben dafür gekämpft, dass es eine Trennung zwischen Religion und Politik gibt. Sie haben für die Frauenrechte gekämpft. Sie haben für die Gleichheit gekämpft. Noch in den 70er Jahren war Homosexuelle strafbar. Ich persönlich kann damit nichts anfangen, aber ich muss ja auch nicht. Aber Homosexualität als strafbar zu bezeichnen, das gab es bei uns doch in den 70er Jahren. Auch wir mussten uns entwickeln. Und das Volk kann diese Veränderung machen. Wir müssen den Weg nach vorne gehen. Wir müssen das Recht einfordern, das wir vom Grundgesetz her, das uns zugesprochen ist. Die Macht muss von uns ausgehen. Das heißt, wir müssen auch die Sachfragen entscheiden. Und Politiker können dann eben nicht mehr entscheiden, sondern Politiker haben umzusetzen, was das Volk entschieden hat. Liebe Freunde, geht weiter auf die Straße. Liebe Freunde, macht genau diese Arbeit, die ihr hier tut. Geht auf die Straße. Die einzige wirkliche Macht in jeder Demokratie ist das Volk auf der Straße. Genau. Schon einmal sind in Deutschland Menschen auf die Straße gegangen und haben gerufen, wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und ich erinnere mich sehr genau, liebe Freunde, sehr genau, als Kind von etwa 10, 11 Jahren stand ich an der Hand meines Vaters vor dem Brandenburger Tor. Da war eine Mauer und das sah so aus, als ob die nie weggeht. Die Mauer ist gefallen, weil das Volk auf die Straße gegangen ist. Merkel ist bereits am Fallen. Merkel ist bereits Vergangenheit. Unser Blick muss in die Zukunft gehen. Macht weiter, wie ihr jetzt macht, und lasst uns mehr werden. Kämpft für Deutschland, kämpft für eure Kinder, kämpft für die Zukunft und kämpft für unsere Demokratie. Vielen Dank. Danke, Thomas. Es geht noch einen Moment weiter. Die Julia wird uns noch ein Lied singen. Und eine wichtige Info, ich bitte alle genau zuzuhören. Wie ihr wisst, es wird alles unternommen, um uns mundtot zu machen. Sie unternehmen alles, um uns von der Straße wegzubekommen. Es gibt einen neuen Trick, den sie jetzt anwenden. Heute sind auch Fachkräfte hier um uns herum und beobachten und hören ganz genau zu, was wir für Reden halten. Hier geht es um Zitatrecht. Wenn wir aus irgendwelchen Zeitungen vorlesen, ohne mit dem Urheber dieses Textes gesprochen zu haben, wird es in Zukunft Anzeigen hageln. Wenn man Schande, 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 Schande. Wenn man auf Plakaten, in Bildern oder sonst irgendwo irgendwelche Logos, die ein Rechteinhaber haben, veröffentlicht, ohne mit diesem Rechteinhaber einen Vertrag geschlossen zu haben und wir zufällig dabei auf der Straße stehen oder im Facebook oder sonst wo das veröffentlichen, werden sie uns angehen. Deswegen auf den Plakaten und sonst wo, ihr müsst jetzt aufpassen, die Polizei wird sofort Anzeige erstatten. Wie gesagt, es sind heute, sie wurden mir als Mitglieder von der Universität oder irgend sowas angekündigt.
ich gehe mal davon aus, vielleicht Verfassungsschutz oder sonst was. Aber in jedem Fall, es sind Spezialisten, die hier ganz genau hinschauen. Und ihr wisst, bei welcher Stunde in eine Demokratie geschlagen hat, wenn es so weit gekommen ist. So, Julia.